Der Echo Show 15 war seit seinem Release nicht gerade die hellste Leuchte auf der Torte. Die hellste Kerze im Leuchter. Aber ich meine, der Echo Show 15 war nicht gerade der beste der Amazon Echo Familie. Auch wenn man das anfangs dachte. Na okay, wenn ich so recht überlege. Naja, das lag gerade an seinem eher geringen Softwarefunktionsumfang anfangs und seiner mageren Hardwareausstattung. Ich denke, ich war nicht der Einzige, der von dem Nicht-Vorhandensein vieler Funktionen, die einfach nicht vorhanden waren, aber durchaus einfach realisierbar wären, wirklich enttäuscht war bei dem Preis. Aber wir schweifen ab. Alle Kritikpunkte könnt ihr ja nochmal ausführlich in meinem Video zum Echo Show 15 nachschauen. So, und nun kommt der heutige Tag, beziehungsweise dieses Video. Denn Amazon hat neben etlichen kleineren Bugfix-Updates nun schlussendlich ein größeres Funktionsupdate ausgerollt und so einen komplett neuen Funktionsumfang geschaffen. Ich würde mich nach diesem Update und den Aussichten auf weitere Updates dieser Art weit aus dem Fenster lehnen und den Echo Show nun doch eine klare Kaufempfehlung aussprechen, glaube ich. Aber warte. Erstmal Licht ins Dunkle bringen. Ab heute ist der Echo Show 15 nicht nur ein digitaler dummer Bilderrahmen im Tablet-Format, mit dem man seine Bilder aus Amazon Fotos anzeigen lassen kann oder seine Termine und Kalendereinträge aus der Amazon Alexa-App, sondern nun hängt auch ein vollwertiger Fire TV an euren Wänden. Beziehungsweise, wenn ihr noch keinen besitzt, naja, dann nicht. Egal, Fakt ist, mit dem neuen Update wurde ein vollwertiger Fire TV in den Amazon Echo Show 15 integriert. Ebenso wurde auch die Soundqualität bzw. eher das räumliche Gefühl, also wie raumfüllend der Klang wirkt, deutlich verbessert. Aber bei all der positiven Punkte wird's Zeit für die Haken. Denn jetzt kommen wir zum Clou. Es ist mal wieder, wie immer, Zuckerbrot und Peitsche. Da der Amazon Echo Show 15 nichts anderes wie ein 15 Zoll großes Tablet ist, möge man meinen, die Fire TV Oberfläche kann man ganz normal per Touch-Eingaben steuern. Naja, das geht leider nicht ganz, beziehungsweise nicht überall. Das liegt daran, da die Fire TV Software Oberfläche natürlich für die Fernbedienungseingabe gedacht ist. Solch eine Fernbedienung lässt sich wunderbar mit dem Echo Show 15 verbinden. Naja, wer gerade keine übrig hat oder keine kaufen will, muss das über Sprache steuern oder die virtuelle Tastatur nutzen. Aber das mal dahingestellt. Ich finde, es ist beides in Ordnung für mich, aber dennoch gewöhnungsbedürftig im Vergleich zu einfachen Touch-Eingaben. Warum man da keine Anpassung der Software vorgenommen hat, sondern stumpf die Fire OS Software-Oberfläche 1:1 integriert hat, verstehe ich zwar nicht, aber mal sehen, was da vielleicht in Zukunft durch Updates verbessert wird. Achso, und als kleiner Tipp nebenbei, die Fernbedienung eures Fire TV Sticks oder Cubes könnt ihr zwar für den Echo Show 15 nutzen, allerdings könnt ihr sie dann nicht mehr mit eurem eigentlichen Fire TV Gerät nutzen. Also parallel nutzen geht nicht, wenn braucht ihr zwei. Aber kommen wir zur Klangverbesserung. Auch wenn man immer noch deutlich raushört, dass die Lautsprecher einfach, egal wie man den Equalizer einstellt und egal was jetzt per Software verbessert wurde, immer noch an dem absoluten Maximum krächzen, klingt der Sound, der da am Limit rausgezimmert wird, wenigstens etwas druckvoller und füllt gefühlt den Raum etwas besser aus. Es sollte aber klar sein, dass die kleinen Popel-Lautsprecher natürlich immer noch nicht das Wahre sind, verglichen mit typischen kleineren Lautsprechern, wie man sie eben sonst von Sonos, JBL oder... Ich meine, alles ist besser als diese Lautsprecher. Aber es ist absolut ausreichend, um sich ein paar kleinere YouTube-Videos jetzt auch mit etwas mehr Bass und klaren Stimmen anschauen zu können oder einfach nebenbei ein bisschen Musik laufen zu lassen. Grundsätzlich ist die User Experience auch gefühlt insgesamt etwas flüssiger geworden. Gott sei Dank. Das wäre gerade mit dem Fire TV-Modus sonst echt nicht so schön geworden. Naja, das war's von meinem kleinen Infovideo. Ich bin dennoch positiv überrascht und hoffe auf mehr solcher Updates, damit der Echo Show 15 nun endlich für alle der digitale Bildschirm wird in all unserer Smart Homes. Naja, wenn du solche Videos nicht mehr verpassen willst, dann gerne jetzt einen Daumen nach oben dalassen, wenn es dir gefallen hat, ein Abo und die Glocke aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann auch schon beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao.